Knapp 80 Jahre nach seiner Schließung durch die Nationalsozialisten wurde am 24. November 2019 an den jüdischen Friedhof in Spandau erinnert. Der evangelische Kirchenkreis Spandau lud in Zusammenarbeit mit der Jugendgeschichtswerkstatt Spandau zur Einweihung einer Gedenktafel gegenüber dem ehemaligen Friedhofseingang in der Neuen Bergstraße ein. Den Friedhof der jüdischen Gemeinde zu Spandau gab es seit 1859. Damals kauften die Spandauer Juden ein Grundstück in dem hügeligen Gebiet der Schülerberge, eine Hügelkette, die sich von der Havel entlang der Schützenstraße bis zur Schönwalder Straße erstreckte. Bereits wenige Jahre später erwarb das preußische Militär die restlichen Schülerberge und ließ die Hügel für den Bau von Artilleriewagenhäusern abtragen. Der jüdische Friedhof bildete fortan eine Enklave in diesem militärischen Gebiet und das Gelände ist noch heute als einziger existierender Hügel zu erkennen. In der Neuen Bergstraße entstand ein Doppelportal und eine repräsentative Trauerhalle. Das Gelände wurde von einer Mauer umgeben. Damit besaß die Gemeinde eine würdige Begräbungsstätte. Nach jüdischer Auffassung währt die Totenruhe ewig. Ein Friedhof kann daher nicht aufgehoben werden.